Killerwahl, Autor D. Seltsam McKay. Die Filmbilder hat der Autor in Patagonien in Argentinien gedreht. Der K. Klammer auf Orcinus Orca von Lat. Orcus Unterwelt Klammer zu, oder große Schwertwahl Klammer auf in Abgrenzung zum kleinen Schwertwahl Klammer zu, ist eine auch unter Namen wie Killerwahl und Mörderwahl bekannte Art der Wale. Er gehört zur Familie der Delfine Klammer auf Delfinidae Klammer zu. Männliche Orcas können bis zu 8 Meter lang bis zu 9 Tonnen schwer werden. Weibliche Orcas sind mit bis zu 6 Meter und bis zu 5,5 deutlich kleiner. Mit diesen Ausmaßen ist der Orca die größte Art der Delfine und einer der größten Zahnwale überhaupt. Der Name Schwertwal, von der mächtigen Rückenflosse, Klammer auf Finne, Klammer zu, die beim Männchen bis zu 1,8 Meter lang wird. Oberkopf, Brustflossen, Klammer auf Flipper zu, sowie Rücken- und Schwanzflosse, Klammer auf Fluke, Klammer zu, sind schwarz, die Kehle und der Bauch weiß. Die Seiten und der Rücken sind tiefschwarz, Ausnahme eines weißen, ovalen Flecks über und hinter dem Auge und eines variablen Sattels hinter der großen Rückenfinne. Der Sattel und die Form der Rückenflosse dienen der Walforschung zur Identifizierung der einzelnen Tiere. Orcas sind weltweit anzutreffen, kommen aber in arktischen und antarktischen Gewässern am häufigsten vor. In gemäßigten Meeren, sie seltener zu finden und in den Tropen Ausnahmeerscheinungen. Bevorzugt werden küstennahe Gewässer und Buchten. Der große Schwertwal bewohnt auch europäische Atlantikküsten, insbesondere die heringreichen Gewässer um Island und vor Norwegen. Orcas werden aber auch im westlichen Mittelmeer gesehen, zum Beispiel in der Meerenge von Gibraltar. In der Nordsee sind sie nur sehr selten zu finden. Über die Jahrzehnte sind auch etwa ein Dutzend Fälle von Orcas bekannt geworden, die sich in die Ostsee verirrt hatten. Der Orca kann bis zu 15 Minuten lang tauchen und schwimmt bis zu 55 km pro Stunde schnell. Er ist damit das schnellste bekannte Meeressäugetier. Seine Wandergeschwindigkeit beträgt 5 km pro Stunde. Ein weiblicher Orca wird im Durchschnitt etwa 50 Jahre alt, kann aber auch ein Alter von 80 oder mehr Jahren erreichen. Männchen haben eine geringere Lebenserwartung von etwa 30 Jahren, es sind aber auch Fälle von 50 Jahre alten Walbullen bekannt. Die Orcas leben in Schulen, die von einem älteren Weibchen angeführt werden. Die Jungen bleiben ein Leben bei ihrer Familie, sowohl die Männchen als auch die Weibchen, deren eigener Nachwuchs ebenfalls bei der Gruppe bleibt. Diese Form des Matriarchats wurde früher nicht erkannt, als man analog zu anderen Raubtieren von dominanten Bullen mit Harems ausging. Erst die intensive Forschung in der Wildnis seit Mitte der 1970er führte zu einer Korrektur dieses Bildes. Nach Erreichen der Geschlechtsreife kalbt der weibliche Orca etwa alle 4 bis 5 Jahre nach einer Tragzeit von etwa 15 bis 16 Monaten. Nach Beobachtungen von Jerome Siegel et al. Der University of California in Los Angeles an in Gefangenschaft lebenden Tieren, schläft das Muttertier nach der Geburt 2 Wochen lang fast überhaupt nicht. Das Kalb bleibt in dieser Zeit ebenfalls ununterbrochen wach, doch dieser Schlafmangel schwächt es nicht, es nimmt im Gegenteil an Gewicht zu. Anschließend stellen sich bei der Mutter und ihrem Kalb kurze Schlafphasen ein und das Muttertier erreicht erst nach 22 Wochen die normale Schlafdauer. Ein Jungtier wiegt bei der Geburt etwa 160 Kilogramm. Vom großen Schwertwal sind 3 Populationstypen bekannt, die als Resident, Transient und Offshore bezeichnet werden. So leben an der Südspitze von Vancouver Island nur 85 Orcas, die man als Resident bezeichnen kann und die dementsprechend am stärksten unter den hochmotorisierten Wale-Watchern leiden. An der Nordspitze gibt es eine weitere Gruppe Residents mit etwa 225 Tieren, die in dem nur sehr dünn besiedelten Ungestörter sind. Ihr Lärm macht die Jagd, die auf Ultraschallsignale angewiesen ist, immer wieder unmöglich. Andererseits ist über diese Gruppe am meisten bekannt, zum Beispiel, dass die ältesten Weibchen bis 95 Jahre alt sind, Klammer auf Granny Klammer zu, die Männchen aber kaum über 50 Jahre alt werden. Der Resident verbleibt ständig im Gebiet, die Wanderschaft zwischen warmen und kalten Gebieten in Winter und Sommer wie beim Transient finden nicht statt. Während der Resident und der Transient sich hauptsächlich in Küstennähe aufhalten, ist der Offshore-Typ hauptsächlich außerhalb der Küstengewässer anzutreffen. Weiterhin unterscheiden sich diese 3 Populationen im sozialen Verhalten, in der äußeren Erscheinung und in der bevorzugten Nahrung.
Außerdem konnten Unterschiede in den Walgesängen beobachtet werden. Bei den Populationen vor Norwegen sind sogenannte nomadische Mönche bekannt, die keiner festen Familie angehören und sich zu Jagdzwecken unterschiedlichen Orca-Gruppen anschließen. Fischfressende Orca-Gruppen, Klammer auf bis zu 100 und mehr Tieren, Klammer zu, sind zumeist deutlich größer als Orca-Gruppen, die sich von anderen Meeressäugetieren ernähren, Klammer auf weniger als 10 Tiere, Klammer zu. Wissenschaftler sehen als Ursache die unterschiedlichen Jagdtechniken. Orcas jagen meist im Enden von mehr als 5 Tieren und haben sich je nach Nahrungsangebot auf verschiedene Jagdmethoden spezialisiert. In Südamerika wurde eine Jagdmethode beobachtet, bei der sich Orcas kontrolliert stranden, eine Robbe ins tiefere Wasser schleppen und dort erlegen. Die Ausbildung von Jungtieren beginnt bereits früh und dauert etwa bis zum 15. Lebensjahr an. Die Orcas vor der isländischen Küste pflegen Heringe zu betäuben, indem sie mit ihrer Fluke in den Schwarm hineinschlagen. Ein Fisch kann durch das Ausstoßen von Luftblasen an der Flucht gehindert werden, nachdem er von den Orcas zusammengetrieben wurde. Handelt es sich bei den Beutetieren um Wale oder andere Delfinarten, so nehmen Orcas an Treibjagden teil und greifen ihre Beute erst nach deren Erschöpfung an. Einige Orcas beißen Delfin ihre Fluke, um sie an der Flucht zu hindern. Beißen sie einen Delfin hingegen in Augennähe, so hindern sie ihn am Tauchen. Geboren im August 2005 wurde ein Fall bekannt, bei welchem ein in Gefangenschaft lebender Orca selbst hätte Möwen zu fangen. Dabei hinterließ er zerkaute Fischteile an der Wasseroberfläche und wartete darunter. Eins von einigen Transient-Orcas ist bekannt, dass sie Robben und Pinguine gezielt von Eisschollen fegen, indem sie dicht nebeneinander schwimmen und durch eine Welle erzeugen. Die Nahrung der Orcas ist sehr umfangreich und breit gefächert. Sie besteht meist aus Fischen, Klammer auf wie Heringe und Sardinen, aber auch Thunfisch, Lachs, Stachelrochen, Dorsch und so weiter, Klammer zu, Pinguinen, Robben, Klammer auf wie Seelöwen, Walrosse, Seebären, Mähnenrobben und so weiter, Klammer zu, Seevögeln, Kalmaren, anderen Walen und Delfinen, Klammer auf Grauwalen, Buckelwalen, Schweinswalen, großen Tümmlern, Entenwalen, Pottwalen und so weiter.